Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Paper Mario Color Splash. Heute machen wir den Morellensee. Und mal gucken, wie es aussieht und was da los ist und so. Ja. Also ich denke nicht, dass wir jetzt alles in einem Part jetzt, einer Welt jetzt oder in einem Level machen. Aber mal schauen. Ne? Wow, Mario, sieh mal da. Eine Tür. Ein Tor. Schau mal. Die Luftgaliere oder ein Luftschiff. Und ein Tort. Der runterfällt. Hast du es gesehen? Da ist gerade ein Tort von der Luftgaliere gefallen. Der muss irgendwo in diesem See gewassert sein. Bestimmt braucht er unsere Hilfe. Geht nicht zu. Da klebt was auf der anderen Seite, aber von hier kommen wir da nicht rein. Mann, oh Mann. Wir müssen da rüber und den Tort retten. Wenn man es auf die Blöcke schafft, ist der Rest bestimmt so leicht wie Strichmännchenbahn. Warte mal kurz, genau. Die perfekte Linie. Also Mario, ich werde dir jetzt eine farbtastische Technik beibringen. Pass gut auf. Kannst du diese Linie an dem Tor erkennen? Ah, okay. Sieht ein bisschen aus wie eine Treppe, oder? Wenn du irgendwo in der Welt eine solch klare Linie siehst, kannst du sie zum Ausschneiden benutzen. Drücke einfach Y. Genau, diese gestrichelte Linie meine ich. Wenn du die siehst, kannst du die Dimension wechseln und ein Stück aus dem Hintergrund schneiden. Sehr zum Ausschneiden. Jetzt dürfen wir malen. Wir haben die Dimension gewechselt und außerdem darfst du auf meinen Deckel sitzen. Toll, oder? Ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran, Mario. Zum Abschneiden musst du den leuchtenden Punkt holen und den gestrichelten Linie folgen. Okay. Okay. Das war ausgesprochen gutes Ausschneiden. Okay, jetzt haben wir alles weggeschnitten. Das Fähnchen ist das Ziel. Ich hoffe, du weißt, was zu tun ist. Wir haben das Ausschneiden gelernt. Oh, du hast das Ausschneiden gelernt. Wir haben die... Ah, so, jetzt verstehe ich. Wir haben die Linie am Tor im Stufenhaus, über die wir auf diese Blöcke gelangt sind. Papier fetzt. Wenn du an anderen Orten glaubst, dass du etwas ausschneiden kannst, drücke einfach mal Y. Erscheint eine gestrichelte Linie, kannst du die Ausschneidentechnik einsetzen. Jetzt sollten wir uns immer auf der anderen Seite auf der Suche nach dem abgestürzten Tod machen. Aber wir wollten noch, ist das dein Ernst? Erst der ganze Aufriss und dann gehst du wieder zurück? Wieso begibst du dich nicht einfach nochmal per Ausschneiden auf die Blöcke und springst rüber, hm? Weil ich erstmal mich umschauen wollte. Vielleicht kommt, war doch rechts noch was. Und jetzt? Warte mal. Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, warte, warte, warte. Müssen wir mal kurz nochmal machen. Zack. Er wird jetzt hier abgeschnitten und dann können wir hier auf diese im Hintergrund laufen, kann man sagen. Das Muster, was ihr oben auf den hier seht, ist quasi auf den Hintergrund
was ausgeschnitten ist und da können wir dann laufen. Genau. Oh. Schöne Musik. Hier kann man das speichern. Okay. Okay. Da springen wir mal wieder rauf. Zack. Ach, das hilft gar nicht. Okay. Okay. Hier. Ups. Zack. Und dann. Irgendwie mir jetzt. Was haben wir denn hier noch? Ach so, guck mal. So ein Ollerstiefel. Den können wir auch nutzen. Gut. Ah. Nice. Maximaler Farbfüllstand erhöht. Cool. Nice. Was ist los, Junge? Warum willst du nicht mit unserem Stapel? Wahrscheinlich kommst du dir als Solo-Schalker so cool vor. Dabei könnten wir dich in unserem Viererstapel echt gut gebrauchen. Aber genug Gelaber, jetzt bist du eingestapelt, Freundchen. Verflixt, da ist er doch tatsächlich einfach abgehauen. Guck mal, da markiert noch einer den dicken Einserstapel. Latzhose und Schnurrbart, was bist du denn für einer? Für den Look wirst du gestapelt. Okay. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Machen wir das mal. So. Ich habe jetzt gedacht, das wusste ich halt jetzt nicht. Gut. Bleibt es jetzt noch bestehen eigentlich? Nee, das ist jetzt komplett weg. Okay. Gut, dann weiß ich das fürs nächste Mal. Okay. Ach so. Eigentlich sind wir ja Feinde, aber danke, dass du Altpapier aus denen gemacht hast. Ins Wasser zu fliegen ist kein Vergnügen, aber immer noch besser, als in so einen Stapel zu stecken. Ständig hieß es, dass ich mich denen anschließen soll, aber das kommt mir nicht in die Tüte. Ich lebe mein Leben als einlagiger Schalke und ich bin glücklich damit. Für einen Schalker bist du eigentlich ganz in Ordnung. Papierkorb und Scherenschnitt? Ein sprechender Farbeimer? Ich muss mir den Kopf härter angeschlagen haben, als ich dachte. Nimm besser das hier, bevor ich umkippe. Was? 9 Kartenplatz erhalten. Wow, was für ein Geschenk. Ein extra Kartenplatz.
Jetzt kannst du eine weitere Karte spielen, wenn du im Kampf dran bist. Mit anderen Worten, du kannst ja zwei Karten pro Zug einsetzen. Das ist ja geil. Wer hätte gedacht, dass dir der Scheiger so ein tolles Geschenk macht? Hey Jungs, kommt in unseren Staffel, das macht voll Spaß. Nicht nur Spaß. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass 5er Stapel die KP erhöhen und Zellulose vorbeugen. Sieh mal einer an. Diese beiden Vierer Scheigers kommen uns nie gerufen. Dann können wir den zweiten Keimplatz gleich mal in der Praxis ausprobieren. Los, Mario, spiel zwei Karten und halte die Jungs mal so richtig ein. Okay. Da. Okay, warte mal. Einmal, zweimal. Okay, dann bin ich wohl ausgerutscht auf dem Knopf. Passiert. Wir brauchen nur einmal. Das reicht. Ja. Das reicht komplett. Hey! Was ist denn hier los? Schuhe? Ansehen. Ach, die Torts! Der Tortschuhe. Die Schuhe vom Tort. Okay. Weiß nicht, ob oben oder unten. Okay. Ah, jetzt verstehe ich die Sache jetzt. Um den Koopa anzugreifen, müssen wir erstmal einen Erstangriff machen. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Sehr schön. Cool. Jetzt weiß ich, wie es geht. Koopa-Karte. Hier ist noch ein Block. Was ist das? KO-Hammer. Der macht was? Gleich mal gucken. Upsa. Warte. Karten. K.O.-Hammer. Greife einen Gegner mit einem ganz gewöhnlichen Hammerschlag von der Seite an. Trifft bei guter Ausführung auch andere Gegner. Okay. Achso, warte mal. Das ist ja falsch hier lang. Genau, gehen wir mal kurz hier rüber. Ist hier was? Nicht, ne? Nee. Okay. Abgenutzter Sprung. Da ist ein Schlüpper. Oder? Denke mal, das ist ein Schlüpper. Torthose? Nö, ist einfach nur eine ganz normale Hose. Na gut. Oh, den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Okay.
So. Zack. Okay, sehr schön. Wow, 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 wow. Wie nennt sich die Gegner? Aquarellgeist. Okay. Nehmen wir einen Sprung. Zack. Gut, gut. Perfekt. Okay. Kommt noch einer? Jupp. Zack, bereit. So. Die reichen komplett aus. Die abgenutzten Sprünge. Ja. Komplett. Okay. So. Mit O und O mit so. So. Da ist ein Tod. Na du, dort drüben flattert ja ein Tod am Baum. Denkst du, dass das unser Tod von der Luftgaliere ist? Achtung, gleich fliegt er weg. Wir sollten ihn schnellstmöglich aus seiner misslichen Lage befreien. Okay. Ja, das reicht vollkommen. Zack. Okay. Oh. So. Dann machen wir einmal. Oh, weißt du was? Dann machen wir. Nee, warte mal. Genau, machen wir den. Dann machen wir den. Ja. Den laden wir auf. Fertig gefärbt. So. Nice. Ja, was machen wir hier mit denen? So. Dann machen wir so. Zack, zack. Ja. Der hält eh nicht mehr aus. Oh. Ich hätte gedacht, die ziehen etwas mehr ab. Naja, ist auch egal. So. So, der nächste. Hä, waren die nicht schon mal? Komm, mach mal den Dreifachhammer.
Und wenn nicht, dann nochmal. Nice. Okay. Kann es sein, dass die wieder respawnen? Hier kommt noch ein roter. Noch ein roter. Das weiß ich halt nicht. Ich sehe, der blaue ist jetzt weg, ne? Jetzt kommen sie ja nicht mehr. Na gut. Aussichtspunkt. Ein toller Bergblick, den man sich ausschneiden und mitnehmen will. Warte mal. Bevor ich mir das anschaue, möchte ich mir erstmal da hinten noch einen Überblick erschaffen. Okay. Was steht denn hier? Kern der Morelle. Ich komme aber irgendwie... Ich glaube nicht, dass ich dahin gehen sollte. Jap, da werde ich nach hinten gedrängt. Okay. Dann machen wir das, was uns vorgeschrieben wird, nämlich hier. Dann schneiden wir uns schnell mal aus. Und zack. Jump. Und dann sind wir hier. Kommen wir dahin. Yay! Okay. Das kennen wir hier aus... Also das kenne ich aus Stickers, da. Ah, hier kommt also dieses kräftige Lüftchen her. Solche Einheiten in völlig unflachen Objekte nennt man übrigens Dingse. Genau wie damals bei mir, als sie verflacht wurde, kann man auch diese Dingse zerquetschen. Versuch doch einfach mal, die außerdimensionale Farbe mit A aus diesen Dingse herauszupressen. Eine Karte. Sorgt mit Hochgeschwindigkeitsrotorblende für beachtlichen Wind. Okay. Warte mal. Das sehen wir kurz ab, aber da ist noch ein Weg. Den will ich mir kurz mal anschauen. Ein Block mit einem K.O.-Hammer. Okay, was ist hier? Ein Baum? Das sieht aus wie ein Yoshi, ey. Okay. Nehmen wir hier gleich die Bienenhämmer. Achso. Gut. Hm?
So, der nächste. So langsam hier mit die Attacken aus hier. Das ist nicht gut. So. Das sieht aus wie so ein Yoshi-Ei, ne? Ui, hui. Holla. Das sieht doch mal auch was aus. Geht das jetzt hier nur weiter, oder? Ich weiß es nicht. Nehmen wir gleich die Hämmer. Ja. Das reicht für einen Zug. Okay, doch nicht. Naja. Bestimmt haben wir noch einen abgenutzten. Nee, wir haben die alle verballert. Ach du Scheiße. Ja gut. So. Ob das hier auch eine Gruselvilla gibt oder sowas? Sowas hat mir immer sehr gut gefallen. Würde mich mal interessieren. Warte mal. So, jetzt. Passiert aber nichts. Das kriege ich auch nicht raus, ne? Okay. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich richtig bin. Das ist das Problem da an der ganzen Sache hier. Erstmal bist du dran, mein Freund. Nicht so gut. Warte mal. Bereit? Ja. Vergiss immer das Schnippen. So. Ah, wir Level up. 200. Ein Pilz.
Okay. Ey, so langsam sehen mir die Dinger aus hier. Das ist nicht so gut. So. Müssen wir uns welche kaufen? So. Wasser fließt jetzt. Okay. Wo war hier der Panzer hier? Ach nein! Das ist Thors Jacke. Oder Weste. Verstehe. Ach, guck mal, hier sind ja eine Blöcke. Okay. Ja, gut. Dann sind wir hier im Januar wieder ziemlich erfolgreich, ne? Ach, guck mal. Kann man irgendwie schwimmen? Ach, der ist da oben, oder? Ist der da oben, der Stern? Aber wir müssen ja erstmal den Tod retten, oder nicht? Man hört ihn und man sieht ihn im Spiegel. Sieht er das? Das ist ein blauer. Wer hätte gedacht, dass wir hier einen kleinen blauen Farbstern finden würden? Eigentlich scheint er, dass er außer Reichweite hängt. Wenn ich da jetzt nicht rüber jumpe, okay. Unsichtbare Mauer. Okay. Hätte ja aber klappen können, ne? Na gut. So. Schöne Musik auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. So, dann gehen wir hier lang. Hier ist ein Fragezeichenblock. Und da war ein Cooper, den ich nicht gesehen habe. Gut. Komm, zieh mal ihn rüber. Bam. Schön. Genutzter Hammer. Ja. Heldentagebuch 1. Aus dem Schatten der Dunkelheit erhebt sich ein Held, der... Was? Ein Held, die zu schützen, die Schutzes bedürfen. Die Kräfte der Gerechtigkeit gebündelt und gebohrt in die Herzen der Frevler im Land. Ganz nebenbei ist der Held auch noch überaus beliebt und jedermann will Freund mit ihm sein. Kommt ein Unhold um die Ecke, tritt aus dem Schatten unserer Ecke, Recke. Ein Buchgeil oder was? Dem Unhold wird es schlecht ergehen, warum, das werden wir gleich sehen. Attacke der Ahnungslosigkeit. Ein Schnüffelgeil. Okay. Ich will mal einen Hüpfpushen einsetzen. Führe einen flinken Vielfachsprung mit bis zu 10 Wiederholungen auf einen Gegner aus. Okay. Den gibt es auch im Sticker-Star, also im 3DS-Teil. Ach nee, wollte gerade sagen. Aber doch, damit ist nicht genug. Alles andere wäre doch Betrug. Gong der Gerechtigkeit. Das ist so ein kleiner Mini-Boss, okay. Okay.
Ein Buch. Erhalten Heldentatenbuch. Das könnte man noch gebrauchen, ja? Das Level ist ja groß. Hier ist aber nichts weiter, oder? Ach ne, guck mal, hier. Das war eine Stufe. Warte mal, war da noch was Weißes? Das sah gerade so komisch aus. War nur Einbildung, ne? Ja, war nur Einbildung. Okay. Hier ist nichts weiter. Da ist noch ein Shy Guy. Ja, so langsam müssen wir den Part beenden. Wobei ich ungern den Part beenden will. Ah, wobei, okay, das schaffen wir noch. Sieh mal, ein kleiner roter Farbenstern. Dass es am Morenze einen roten und einen blauen gibt, ist echt fantastisch. Okay. Okay. Das kriegen wir noch hin. Ich habe keinen Hammer mehr. Das ist natürlich nicht so dolle. Machen wir das so. So. Geht jetzt leider nicht mehr anders. Warte. Ich bin noch durch. Okay. Hier lang? Nee, hier ist nichts weiter. Ich dachte, hier wäre was. Wie kommt man denn aber... Ah, so. Eigentlich müssen sie es... Aufschneiden hier funktioniert auch. Mir will das alles nicht so richtig hineinpassen. Vielleicht müssen wir den richtigen Moment erwischen, wenn das alles perfekt ausgerichtet ist. Jetzt. Wenn das Wasser halt in einer Linie ist mit der Brücke. Verstehe. Okay. Na dann, wir sagen, waren wir erfolgreich wieder. So schön. Juhu. So, und das war's für heute bei Let's Play Paper Mario. Color Splash. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann machen wir im nächsten Part mit dem Karmesintum weiter. Das scheint ein Boss-Level zu sein, denke ich mal, weil da so eine Xignia mit bei ist. Und werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.